Wichtige Information gleich zu Beginn. Es gab bei mir auf YouTube in diesem Community-Tab eine kleine Umfrage, welches Let's Play-Projekt ihr vielleicht als nächstes sehen möchtet. Da gab es die Auswahl Bowser's Fury oder Super Mario Odyssey. Könnt ihr dort auch noch bitte abstimmen, da würde ich mich riesig auch über euren Support eigentlich auch noch freuen, dann weiß ich da auch am besten mehr. Mit Bowser's Fury wird übrigens auch gemeint, das ist das brandneues. Das ist nicht Super Mario 3D World, das ist zwar schon im Spiel Super Mario 3D World, aber da gibt es eben auch so einen Zusatz, das sich halt eben Bowser's Fury nennt. Das habe ich bei mir auf meinem YouTube-Kanal noch nicht gespielt oder allgemein gespielt, wäre für mich auch komplett neu. Heute bei Mario RPG geht's weiter in Richtung Randland. Lass ich mich überraschen, was da kommen wird. Wir sind hier im Randland und es gibt gleich einen Speicherblock und irgendwie so eine Kanone da oben. Kann man da rein? Ah, da kann man mit B rausspringen. Ist irgendwas versteckt oder ist das hier das Ziel gewesen, hier raufzukommen? Glaube ich schon, ne? Okay, sieht noch gechillt hier aus. Weißt du, was mir hier noch ein bisschen fehlt in diesem Spiel? Ist mir jetzt gerade aufgefallen, so ein bisschen so die Effekte oder so. Weißt du, auf der Karte, wo man sich bewegt, man sieht am Hintergrund ein bisschen leicht die Wolken, aber so ein bisschen so Effekte oder so wären doch auch noch schön gewesen oder bewegendes Gras. Das würde dem Spiel auch noch ein bisschen so einen Touch verleihen. Klar, es ist natürlich ein Port aus dem SNES, aber man hätte da einiges vielleicht noch machen können. Oh. Jetzt habe ich da ein paar Hundis beschwört. Da bin ich gut rausgekommen, ne? Aber hey, ich glaube, ich werde die mal schnell da ansprechen. Irgendwie ist da oben noch was versteckt. Da oben ist noch irgendwas am Rumjumpen, also um bewegen. Mal gucken, was das hier sind. Okay, der Köterich und Octovasor. Ja, probieren wir das mal aus. Jetzt ist Bowser jetzt nicht mehr am Start. Ja, jetzt habe ich da mein neues Item auch dabei, der Para Koopa. Und der Kleine hat auch ein neues Item. Ich glaube, alle haben nur, glaube ich, jetzt eine neue Waffe, meines Wissens. Ey, ich kann gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich hier, ah, Chino ist da komplett am Schlafen. Das heißt, wir greifen hier mit Mario an. Okay, und der Kleine, der haut da auch mit dem Teil da recht gut drauf. Okay, gehen wir mal weiter. Oh, Peach hat auf Level 13 jetzt Wiederkehr erlernt. Belebe einen Verbündeten wieder. Bei gutem Timing erhält diese volle Kappe. Krass. Also ist sie so eine richtige Healerin auch. Chino hat auch noch Level 14 erreicht und bekommt hier eine Chino-Lichtsalve. Diese Strahlen treffen alle deine Gegner. Wow. So, jetzt habe ich alle Hundis erledigt, aber wie ich hier nach oben komme, weiß ich jetzt gerade nicht. Sie ist irgendwo da oben, außer es gibt hier noch eine zweite Kanone oder irgendwas Verstecktes hier. Ist auch noch merkwürdig. Oder von da unten irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, der Sprung, der klappt hier nicht ganz. Außer ich müsste nach vorne drücken. Nein. Merkwürdig. Gut, ich probiere jetzt da nicht weiter in der aus. Wir gehen da weiter. Ja, nach oben wollte ich eigentlich. So, mal schauen, was uns da vorne noch erwarten wird. Oh, neue Gegner. Mal gucken, die möchten, dass wir hier da am besten am Leveln sind, ne? Segen Regenbogen. Ja, mal gucken, wie der aussieht hier mit der Zusammenstellung. Wow, mega cool. Oh, kleiner Mellow in Action. Ja, mega nice. Die Animation haben wir noch nicht gesehen. Oh, das ist kompletter Heal gewesen. Ja, toll. Und ich habe vor dem Kampf habe ich noch alle noch gehealt. Das war ist eine Vergeudung. Aber naja, jetzt wissen wir es natürlich, wenn die Ulti ready ist. Und mit der Zusammenstellung. Ja, schnappige Pflanzen. Wow, ey, das hat aber wehgetan. Peach hat hier auch noch was Spezielles, die Schlafenszeit. Die lässt hier die Gegner einschlafen.
finde ich eigentlich auch noch speziell. Es ist zwar nur für einen, aber immerhin einer schläft da danach. Wirkungslos, ja toll. Okay, nein, ist für alle gewesen sogar. Ist für alle. Angriff erhöht, cool. Und den haben wir auch down. Okay. Honigsirup wird noch gelagert. Wieso sind jetzt die alle runtergefallen? Okay, was machen die da für ein Tänzchen? Ja, dann killen wir die mal schnell. Also Peach hat die auch für 2 Blumenpunkte. Auch eine richtig geile Heilung eigentlich. Die hielt direkt hier mega viel die ganze Zeit. Jetzt habe ich sogar 2 Healer oder so bei mir drin. Kann ich da immer ein bisschen auch abwechseln. Läuft eigentlich gut so. Oder hier sogar Gruppenknuddeln hier auch. Noch schnelle Kappe der Gruppe wieder her. Und Schlafenszeit, die sind jetzt alle eingeschlafen. Schaut euch an, dank Peach. Kann man die natürlich da angreifen. Muss man natürlich auch ein bisschen hier... Wow, jetzt ist er noch vergiftet, ey. Können wir gleich wieder heilen, ey. Ja. Aber es läuft gut. Also ich tausche vielleicht Mellow um oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich mal ausprobieren. Vielleicht wird noch eine bessere Kombi. So, wir gehen da mal ein bisschen weiter. Irgendwie kommen diese Geckos die ganze Zeit. Okay, cool. Speichern. Also Gegner hat das hier genug. Wenn wir die auch mal da noch besiegen, wenn wir da irgendwie nach oben kommen. Also ich gehe einfach mal da mal schnell weiter oder so. Ich weiß nicht, was hier noch kommt, ey. Was sind das für Gegner? Stichler und Lilip. Okay. Ja. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Also Peach hielt schon ziemlich viel. Das ist schon richtig nice. So. Ja, das sind zum guten Glück jetzt nicht so schwierige Gegner. Also bei den Geckos sind sie schon noch ziemlich abgegangen. So. Okay. Ja, dann besiege ich mal die ganzen hier noch weiterhin. Ich brauche noch ein bisschen Erfahrungspunkte. So, die Lage hätten wir hier mal auch aufgeräumt. Ja, das sollte ich jetzt nicht. Mal schauen, wie es da oben weitergeht. Lol. Hier da unten, Hallöchen. Willkommen an der Himmelsbrücke. Der totalen trickreichen Touristenattraktion. Hurra! Hurra! Oh je, muss ich jetzt irgendwie rüberjumpen? Traust du dich, die Brücke zu überqueren? Klar. Alles klar, dann brauche ich 5 Münzen von dir. Oh, das ist ein Minispiel. Himmelsbrücke kann auf 3 Arten überquert werden. Wer runterfällt, ist sofort disqualifiziert. Der normale Kurs ist einfacher. Wenn die Blöcke fallen, nicht runter. Um einen Block weiter zu springen, halte L in die gewünschte Richtung und drücke B. Muss einfach rüberspringen. Wenn du ihn schaffst, erhältst du als Belohnung 5 Münzen gutgeschrieben. Der Spezialkurs funktioniert genau wie der normale Kurs, allerdings fallen die Blöcke runter, wenn du zu lange auf ihnen stehen bleibst. Das Bewältigen dieses Kurses wirken dir 8 Münzen. Auf dem Profikurs geht's richtig zur Sache. Nicht nur purzen die Blöcke unter den Füßen weg, die Sprünge selbst sind auch kniffliger. Als Belohnung bekommst du einen schönen glänzenden Froschgroschen. Okay. Ballenkurs musst du springen und bösen Geschossen ausweichen. Ja, ein Spezialkurs. Okay. Wow. Ja. Oh. Okay, das geht ja schon heftig hier zu und her. Okay, okay, okay. Super Mario kommt, Super Mario kommt. Nein, das war so knapp am Schluss. Oh. Hallo. Hallo. Oh, jetzt geht es weiter mit dem Grinden, ne? Okay. Einen versteckten Block da oben. Ja, wie komme ich denn da hin? So, okay. Und weiter geht das Kämpfen. Eine neue Attacke. Schirmschützerin, mal schauen. Jetzt mit Peach. Zeig, was du kannst. Okay, das ist ihre Ulti. Kommen wir jetzt in Schutz. Sieht so aus. Alle haben irgendwie einen Schutz. Bin ich mal gespannt. So.
Also ich muss sagen, mit Peach habe ich mir jetzt angewöhnt, immer die Gegner einzuschläfern. Und Gino und Mario greift da die ganze Zeit an. Weil das ist so ein mega Vorteil, da kann man gleich drei immer einschläfern. Und hat da eigentlich den ziemlichen Vorteil, leichter im Spiel voranzukommen. Seht ihr, wie gut das geht? Läuft super, würde ich mal sagen. Und ich muss auch sagen, auch die Kombi da unten, wisst ihr, der Gruppenbonus unten links ergibt. Gino gibt mir da Angriffskraft. Also das ist ja auch mega wichtig für Mario oder Gino, wenn er mit normalen Angriff auch angreift. Flinkheit zum Ausweichen. Und Peach gibt halt ein bisschen Magieschutz eigentlich auch noch. Also wenn die Gegner mit Magie angreifen. Okay, die nächsten. Ja, killen wir den auch noch. So, die Reise geht weiter und jeden Kampf, der jetzt aufgezeichnet hätte, wisst ihr, wie schnell die Folge zu Ende wäre. Das haben wir am Anfang auch schon gesehen, das Let's Plays. Aber so ist es wahrscheinlich eigentlich auch noch okay für euch, ne? Shy Guys! Ja, viele Gegner hier in dieser Höhle. Okay. So, die Reise geht weiter. Mal schauen, was mich da noch erwartet. Hast du noch ein paar Gegner oder so, die da irgendwie noch im Lauen sind? What? Fässer? Okay. Pilz killen wir nach. Okay, die Reise geht hier auch weiter. Mal schauen, was da noch kommt. Oh, sind wir da wieder? Okay. Oh, die sind auch wieder am Start, aber das ist ein anderer Ort. Ja gut, fighten wir mal gegen die. Oh, ich bin da irgendwie wieder beim Wasserfall rausgekommen. Ich glaube, irgendwie bin ich komplett falsch. Ich bin irgendwie wieder im Fluss Krönus irgendwie gelandet. Bei diesem Quadukte oder so irgendwie. Ich glaube, das kennen wir ja schon. Ich versuche mal da rauszugehen irgendwie. Ja, seht ihr, ich bin einfach da hinten gelandet. Ich bin irgendwie bei dieser Höhle gewesen. Und durch diese Höhle bin ich irgendwie dort in diesen Untergrund gekommen. Ey, was soll das, ey? Ich komme einfach irgendwo anders raus. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmals... Ach. Das ist ja mega komisch. Bowser ist auch schon 15 und hat noch Erdkracher erlernt. Muss ich echt bei dem irgendwie über die Brücke gehen, um da weiterzukommen? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal den normalen Weg. Weil ich muss da wahrscheinlich auf die andere Seite. Nein! Komme ich da wieder nach oben irgendwie? Hey, da hinten liegt ja auch noch was. Blumenkapsel erhalten. Ja, weil ich da unten da wahrscheinlich... Ich gehe da noch heute... Oder was ist hier los? Nach oben gefällig? Ich helfe dir. Okay. Oder was ist da unten? Hä? Ja, toll. Dann ist der richtige Weg unten, oder was? Klar, ich könnte schon oben durch mal schauen, was da ist. Also, Fakt ist, hier in die Höhle reinzugehen ist falsch. Na, da kommt man irgendwie da irgendwo anders danach raus. Spring einfach auf mich, okay. Ja, da gibt es mehrere von denen. Das ist doch nicht so schwierig. Probieren wir das nochmal. So. Ich bin einfach ein bisschen zu voreilig. Klar, unten wäre es vielleicht auch noch weitergegangen. So. Machen wir das ein bisschen mit Ruhe. So. Jetzt, zack. Hurra, du hast es geschafft, sag mal. Möchtest du vielleicht doppelt absahnen? Fängst noch mal von vorne an. Nein. So kann man, vielleicht kann man hier gut Münzen farmen. Das nimmt mich jetzt einfach runter. Hier, dann gewinnen. Ganz wie versprochen, 5 Münzen. Ja, was passiert jetzt? Ja, seht ihr, jetzt bin ich woanders. Jetzt bin ich richtig. Also das heißt, es gibt hier unterschiedliche Wege. Das heißt, man muss den normalen Weg abschließen und gleichzeitig hat es zwar unten noch irgendwie was Verstecktes. Also einfach so als Info, ich gehe jetzt da durch diese Wüste da weiter.
Oh, toll, lange her, dass ich zuletzt hier war. Bin nämlich viel gereist und so. Wohin seid ihr unterwegs? Hm, vielleicht nach Monster Schlupf? Ja. Warum das sein mag. Oho, dann zugehört am besten, ihr sucht den Sandstrudel mit der Ameise und begebt euch dann weiter. Dann immer schön weiter, dann findet ihr auch im Untergrund den richtigen Weg. Bis nach morgen Schlumpf sollte es dann nicht mehr so lange sein, wie wir. Was? Wir sehen uns dort. Okay, tschö. Ist aber echt noch verwirrend mit diesem alten Schlupf dort gewesen. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen muss. Lol. Ja, da komme ich. Oh mein Gott, das ist ein Labyrinth. Wenn ich da wieder reingehe. Wüste ist ja schon cool. Zeige ich euch hier von hier aus den ganzen Weg. Also der richtige Weg hier von den Shy Guys aus. Na, ihr wisst sicherlich, ist am Anfang kommen, wo der Speicherpunkt ist, in den Norden laufen und dort sind die Shy Guys. Und da kommt er nämlich hier. Da geht ihr da einfach da rein. Und anschließend kommt er nämlich da auch wieder. Ihr läuft einfach hin. Ihr müsst gar nicht hinspringen, einfach auf ihn zulaufen, in den Strudel rein. Da bewegt er sich ja auch wieder so schnell. Einfach hier hin. Zack. Richtig. Und jetzt seid ihr eigentlich schon im richtigen Bereich, weil oben rechts kann man dort auch wiederum weiterlaufen. Und da muss man gegen ihn einfach kämpfen. Also da kommen drei Stück. Seht ihr hier. Und wenn ihr die besiegt habt, dann seid ihr da gleich weit wie ich und könnt da oben rauslaufen. Und somit seid ihr hier beim richtigen Weg. Hier kommt die Ratte. Oh, Tag hier mal wieder. Ganz schöne, schöne Schau, oder? Ein Ort wie diesen sieht man echt selten. Man kommt sich echt vor wie am Rand der Welt. Naja, irgendwie ist es mir hier noch zu öde. Ich schlüpfe mal runter nach Monsterschlupf. Bis dann. Ja, hier steht hier hoch, sogar auf Deutsch geschrieben. Dann gehen wir mal hier nach oben. Aber da komme ich nicht nach oben. Okay, ich bin jetzt hier wieder zurückgelaufen, hier zur Wüste. Und da ist wieder so einer da aufgetaucht. Okay, hier da oben, da ist er. Stehen bleiben und hier rein. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Speicherpunkt gibt es hier auch noch. Aber ich würde mal sagen, nach dieser Wüstenfahrt machen wir hier einen Stopp. So weiß auch jeder, wo es hier eigentlich lang geht. Großen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier dann nachher weiter um. Tschüss zusammen.